Bonjour, hola und buenos dias. Herzlich willkommen zu meinem Kanal Anyone Can Cook mit Christian und meinem kleinen Freund Mickey. Kennst du das? Du studierst die Speisekarte in einem mexikanischen Lokal und fragst dich, was sind eigentlich Quesadillas, Nachos, Burritos, Fajitas? Wo genau da der Unterschied ist, das erfährst du heute in meinem Halloween-Special. Gerade bin ich zurück vom Halloween Festival im Disneyland Paris. Da war schon alles geschmückt für Halloween und auch für den Dia de los Muertos. Zu Halloween ist das Disneyland im Bereich Main Street und Frontierland immer ganz liebevoll dekoriert. Im Bereich um das Fuente del Oro wurde die Dekoration dem Dia de los Muertos, dem Tag der Toten, nachempfunden. Dieser Tag wird am 2. November in Mexiko gefeiert. Er ist einer der wichtigsten Feiertage dort. An ihm wird traditionell der Verstorbenen gedacht. Das Wichtigste zuerst. Der Dia de los Muertos ist keine mexikanische Version von Halloween. Obwohl die beiden Feiertage verwandt sind, unterscheiden sie sich in ihren Traditionen und ihrer Atmosphäre sehr voneinander. Halloween gilt traditionell als finstere Nacht des Schreckens und Unheils, während der Dia de los Muertos sich über 3 Tage in einer Explosion der Farben und lebensbejahenden Freude erstreckt. Natürlich ist das Thema der Tod, aber der Sinn und Zweck des Ganzen ist es, seine Liebe und seinen Respekt für verstorbene Familienmitglieder zu zeigen. Der Dia de los Muertos entstand vor mehreren tausend Jahren in den Kulturen der Azteken. Der Tag der Toten ist keine Trauerveranstaltung, sondern ein farbenprächtiges Volksfest. Nach dem Volksglauben kehren die Seelen der Verstorbenen an diesem Tag zu den Familien zurück. Die Straßen und Häuser werden mit Blumen geschmückt. Es gibt Altäre, die heißen Ofrendas, mit Fotos von den Verstorbenen. Auf die Ofrendas werden auch Speisen und Getränke gestellt, die die Verstorbenen gerne mochten. Das kennt ihr sicherlich alles auch aus dem Film Coco. Dann gibt es noch ein paar ganz tolle Shows und Paraden, die es nur zum Halloween Festival von Ende September bis Anfang November gibt. Es lohnt sich definitiv. Ach ja, und der Brunnen hinterm Schloss ist zu Halloween auch noch ganz besonders dekoriert. Das hätte ich fast vergessen. Für die Nachos und die Fajitas aus dem Fuente del Oro brauchen wir folgende Zutaten. Für die Nachos brauchen wir Weizentortillas, Paprikapulver. Für die Salsa Mexicana 6 Tomaten, eine Chilischote, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Salz und Limettensaft. Für die Guacamole brauchen wir 2 bis 3 reife Avocados, eine Tomate, eine Zitrone, 2 Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer und 1 Esslöffel Creme Fraiche. Nach Belieben dazu noch etwas Käsedip. Für die Fajitas brauchen wir 400 Gramm geschnetzeltes Huhn oder vegetarisch, 1 Flasche Bier, 1 Zitrone, Paprikapulver, Koriander, Chili und Kreuzkümmel, 2 Zwiebeln, Knoblauch, 1 rote Paprika, 1 grüne Paprika, 1 gelbe Paprika, Weizentortillas und etwas Öl zum Anbraten. Für den mexikanischen Reis brauchen wir 300 Gramm Langkornreis, 300 Milliliter Tomatenpüree, 700 Milliliter Gemüsebrühe, 1 Zwiebel, 1 rote Paprika, 1 Chilischote, 200 Gramm schwarze Bohnen, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Chilipulver und etwas Öl. Zu unserer Vorspeise, den Nachos, gibt es auch eine scharfe Salsa Mexicana. Dafür rösten wir 6 Tomaten und 1 Chilischote in einer Pfanne an. Wir verwenden kein Öl. Wir rösten das Ganze so lange an,
bis das Gemüse schwarze Stellen bekommt. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal unsere Zwiebel vor. Die wird in kleine Würfel geschnitten. Dann bereiten wir noch den Knoblauch vor, den schneiden wir ebenfalls in kleine Würfel. So, unsere Tomaten und der Chili sind nun gut angebräunt. Wenn das Ganze etwas abgekühlt ist, müssen wir noch die Kerne von der Chili und den Strunk von den Tomaten entfernen. Als letztes entkernen wir dann noch unsere Chilischote. Und geben die Tomate und die Chili dann in einen Mixer. Und dann pürieren wir das Ganze. Unsere Salsa ist fast schon fertig. Wir geben die Soße in ein Gefäß, geben dann noch etwas Limettensaft, den habe ich schon mal vorbereitet dazu, und unseren klein geschnittenen Knoblauch und die Zwiebeln. Verrühren das Ganze. Geben dann noch etwas Salz und etwas Pfeffer dazu. Und stellen unsere Salsa Mexicana dann erstmal in den Kühlschrank. Als nächstes bereiten wir unsere Guacamole zu. Dafür brauchen wir die 3 Avocados. Die müssen entkernt werden. Das geht ganz gut, wenn man das Messer direkt in den Kern haut. Dann kann man ihn sehr gut lösen. Nachdem wir das ganze Avocadofleisch aus der Schale gelöst haben, zerdrücke ich die Avocado mit einer Gabel auf einem Teller. Dann geben wir unser Avocado-Püree in eine Schale. Geben Tomate und Knoblauch dazu, das habe ich schon mal vorbereitet. Saft von einer Zitrone. Ein Esslöffel Creme Fraiche. Pfeffer. Und etwas Salz. Dann verrühren wir das Ganze. Die Guacamole haben wir in den Kühlschrank gestellt. Jetzt habe ich etwas Öl in die Pfanne gegossen. Die stellen wir nun auf den Herd. Und jetzt bereiten wir unsere Nachos vor. Du Christian, du hast doch vorhin angekündigt, dass du uns diese ganzen Begriffe mal erklärst. Nachos, Tortilla und wie sie alle heißen. Kannst du das jetzt machen? Ja, stimmt. Haben wir auch etwas Zeit jetzt dazu, während ich die Tortilla-Fladen schneide. Grundsätzlich unterscheiden die Mexikaner zwischen Weizentortillas und Mais-Tortillas. Die Weizentortillas sind etwas weicher und werden gerne zum Einrollen genommen. Und die Mais-Tortillas sind etwas härter, die nimmt man gerne für Tacos zum Beispiel. Für die Nachos, das sind Tortilla-Chips, die kann man in der Tüte kaufen. Wir frittieren sie heute selbst. Nehme ich meine Tortilla-Fladen und schneide sie in mundgerechte Stücke.
Schauen wir mal, ob das Öl jetzt heiß genug ist, damit wir unsere Tortillastücke frittieren können. Dafür nehme ich einen Kochlöffel, da halte ich den Stiel in das Öl und wenn das Öl dann Blasen wirft, dann ist das Öl heiß genug. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann geben wir einige von unseren Tortillastückchen in das heiße Öl und lassen diese frittieren, bis sie goldgelb sind. Nachos sind in ihrer einfachsten Form Tortilla-Chips. Die können mit geschmolzenem Käse übergossen werden und werden teilweise auch mit Jalapenos, mit Chilischoten, serviert. Die Nachos, da kann man Tortilla-Chips aus der Tüte nehmen. Wir frittieren die Nachos heute selbst aus unseren Tortilla-Fladen. Ein Taco besteht aus einer Tortilla, meistens aus Mais. Die ist etwas fester und kann nach Belieben mit vielen Zutaten gefüllt werden. Die klassischen Tacos sind also eher hart. Burritos sind komplett geschlossen. Die Füllung wird in eine große Weizentortilla eingerollt. Sie werden klassischerweise gedämpft, gefüllt und dann schon fertig gerollt zum Tisch gebracht. Im Gegensatz zu den anderen Tortilla-Zubereitungsarten werden die Tortillas für Quesadillas nicht gerollt, sondern in der Pfanne gefüllt und dann mit Käse überbacken. Enchiladas werden mit Mais-Tortillas gemacht. Sie werden auch gefüllt, eingerollt, in eine Auflaufform gelegt und dann mit einer würzigen Soße übergossen und mit Käse überbacken. Wenn du Fajitas bestellst, bekommst du alle Zutaten einzeln serviert. Die etwas kleineren weichen Tortillas. Dazu gibt es dann die Füllung. Meistens besteht die aus Paprika, Zwiebeln und etwas Fleisch oder für die Vegetarier auch mit Fleischersatz. Dann kann man dazu noch Soßen nehmen, die scharfe Salsa Mexicana, Guacamole und vielleicht auch etwas Creme Fraiche. Und wenn man möchte, kann man das Ganze auch noch mit Käse bestreuen. Ich denke, damit sind doch jetzt alle Unklarheiten beseitigt. Das heißt, nächstes Mal beim Mexikaner weißt du auch Bescheid, was du bestellen musst. Damit ist unsere Vorspeise dann auch fertig. Die Nachos stellen wir noch etwas zur Seite und dann kümmern wir uns um das Hauptgericht. Unser Geschnetzeltes marinieren wir mit einer Marinade aus einer Flasche Bier. Ich nehme dafür mexikanisches Bier. Das macht das Ganze richtig authentisch. Etwas Zitronensaft und dann kommen noch unsere Gewürze dazu. Ordentlich Chili und ordentlich Paprika nehmen. Das Ganze kann ruhig etwas schärfer sein. Noch etwas Pfeffer. Das Ganze gut verrühren. Wir gießen das Ganze dann über unser Geschnetzeltes. Und lassen das Ganze für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ziehen. Als Beilage zu unseren Fajitas machen wir einen mexikanischen Reis. Dafür schneide ich schon mal alle Zutaten in mundgerechte Stückchen. Du Christian, wir haben ja im Deutschen auch Totensonntag und so weiter. Gibt es da auch ein französisches Äquivalent dazu? Ja, das ist der Jour de Mort und der wird wie in Deutschland auch am 2. November gefeiert. Als erstes braten wir die Zwiebeln in etwas Öl an. Geben dann unseren Reis dazu. Rösten den Reis ein wenig mit an. Dann geben wir unser Tomatenpüree dazu. Die Chili, den Knoblauch und unsere Paprika. Geben unsere Gewürze dazu und etwas von der Gemüsebrühe.
und lassen das Ganze für ca. 30 Minuten köcheln. Für unsere Fajitas brauchen wir auch Paprika. Kochen an Halloween macht mir immer besonders viel Spaß. Da kann man nämlich auch etwas Magie verwenden. Bibidi babidi bu. Und schon ist unser Gemüse klein geschnitten. Jetzt können wir anfangen, die Füllung für unsere Fajitas vorzubereiten. Dafür gießen wir ordentlich Öl in die Pfanne und braten dann Zwiebeln, etwas von der Paprika, etwas Chili und etwas Knoblauch mit etwas von dem Geschnetzelten an. Das ist übrigens auch schon abgegossen und abgetropft. Das Ganze kann ruhig ordentlich Farbe bekommen. Wir braten das Ganze portionsweise an, dass es auch schön kross und dunkel wird. Zum Schluss geben wir noch unsere Gewürze dazu. Etwas Salz, Paprika, Chili und etwas Pfeffer. Sag mal, Christian, hast du dir dieses Mal wieder was Schönes angeschaut? Dieses Mal war ich in Provence. Das ist eine tolle kleine Stadt, 60 Kilometer südöstlich von Paris. Die Fahrt dahin dauert ca. eine Stunde. Es gibt Parkplätze direkt vor der Stadt, die man gut zu Fuß erkunden kann. Die Oberstadt ist komplett von einer Stadtmauer umgeben. Provence wird zwar erst im Jahre 802 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, ist jedoch vermutlich schon sehr viel älter. Aus dieser Zeit stammen jedoch auch die ersten militärischen Befestigungsanlagen. Da Provence an der Kreuzung wichtiger Handelsrouten lag, fand hier im Mittelalter einer der größten Märkte Frankreichs statt. Der Tour César aus dem 12. Jahrhundert ist der einzige achteckige Donjon auf viereckigem Grundriss. Die Stadt hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es macht Spaß, sich einfach mal hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken, einen Cocktail zu schlürfen oder auch zu Abend zu essen. Das ist mit Sicherheit auch was für dich. Das Geschnetzelte ist fertig. Jetzt schauen wir mal nach dem Reis. Der sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt geben wir noch unsere schwarzen Bohnen dazu. Die waren vorgegart, deswegen mussten wir nicht mitkochen. Rühren das Ganze noch ordentlich unter. So, und dann können wir auch schon mit dem Anrichten beginnen. Wie gehabt, wie ihr das schon aus den anderen Folgen kennt, stürzen wir unseren Reis und geben dann etwas von unserer Füllung dazu. Das Ganze dekoriere ich noch mit etwas Petersilie. Und dazu reichen wir dann von unserer mexikanischen Salsa etwas Creme Fraiche und etwas von der Guacamole. Und voilà! Guten Appetit! So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, die Halloween-Ausgabe hat euch gefallen. Und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Es verabschieden sich euer Christian mit seinem kleinen Freund Mickey. Ach ja, beim Essen mit dem Team haben wir gerade festgestellt, dass Mickey gar nicht weiß, wie er sich eine Fajita zusammenbauen muss. Deswegen zeige ich es euch einmal.
Zuerst tue ich von allen Soßen etwas auf meine Tortilla. Gebe dann was von der Füllung dazu. Nicht zu viel, weil sonst landet später die Hälfte wieder auf dem Teller und wir tropfen uns voll. Ich mache noch etwas Käse obendrauf. Baue mir dann eine kleine Tasche. Ich falte unten das Ende nach oben und dann den linken und den rechten Rand zusammen. Und schon kann man sicher seine Fajita essen. Thank you.